Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Dragon Age Origins in der heutigen Episode mit Tanya. Guten Tag. Und im Hinterhof. Und wir sind die ganze Zeit am Töten. Na, ich frage mich jetzt gerade, wo es hier weitergeht. Ja, in Ordnung. Ach, nein. Der Typ da, der hat noch irgendwas, Elfenwurzel. Hat hier irgendjemand einen Schlüssel, den wir brauchen können? Jade. Nichts. Metallsplitter. Aber sowas wie ein Schlüssel kennen die nicht. Genau so wird es geschehen. Naja. Dreckige Seitengasse. Dunkle Gasse. Eine dunkle Gasse in einer der bedeutenden Gegenden Dinnerims. Da werden wir dann auch so gleich hinreisen. Und auch ankommen. Oha. Naja, kommt ihr jetzt. Also so schlimm ist es hier auch wieder nicht. Hä? Wie jetzt? Die ist so dumm gefahren. Oh, du Scheiße. Nö. Der Typ, der hat's drauf. Woo! Na komm, das graue Eisen hier. Blutung? Wo? Wie? Ne. Das Chaos, das wir erlebt haben, wird begreiflicher, wenn man weiß, dass es von einem Volk stammt, das nicht einmal seine eigene... Die lassen da auch nie durch. Das können wir nicht öffnen. Genau so wird es geschehen. Und hier haben wir noch ein paar Gauner. Zerstören? Wieso zerstören? Weil da nicht mehr mitnehmen können, natürlich. Und hier geht's ja auch nicht weiter. Hier ist auch nichts mehr. Nichts mehr. Nada. Ria. Hier wieder ein verbummter Krieger. Ich bin mir sicher, ihr habt eigene Angelegenheiten. Ja, habe ich. Ding haben wir schon. Und jetzt zur nächsten? Ich hab irgendwie keine Ahnung, was wir hier machen. Hier durch. Die müssen die Hauptstraße nehmen. Was ist da los? Ich hab... Die Karte ist ein bisschen skurril. Ihr? Wir wollten gerade die Jungs eine Hetzjagd nach euch veranstalten lassen. Der Boss sagt, legt sie um. Ja, ja, das schaffe ich aber auch. Ja. So, der Typ, da muss mal gebrutzelt werden hier. Ah, das tut sicher weh. Und der Typ auch noch, der Gefangene, der ist tot. Und wir nehmen hier einfach mal alle kurz dann wieder mal aus. Die kann auch. Ah, der ist halt nicht aufstiegsmöglich.
Da heilt hier ein bisschen und wir metzeln hier uns wieder durch. Naja, und jetzt kann sie aber auch aufsteigen. Sie ist eine Magierin, sie braucht Konstitution und Klugheit, hä? Magier, Arcana Bolzen. Fertig. Und der Typ lad dich auf an der Station für meine Kandidaturen. Sogar grauer. Ist das Gauner oder? Hallo? Jetzt, ey, ich dachte schon. Hallo? Holzkiste, das soll da drinnen sein. Ein Wundumschlag, natürlich. Noch ein Wundumschlag. Da haben wir alles ausgeweitet. Alles ausgeweitet, wie es sich so gehört. Setfried. Ruhe zuerst. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Wenn es sein muss. Erlaubt ihr? Ach, die andere. Ach, die beschissene Dame kann... Dann... Hättest du mir das früher gesagt mal, du Arschgeige hier. Hier können wir... Ach, hier können wir weiter. Dreckiger Schuppen. Oder ins Nirgendwo. Oder gehen wir in den dreckigen Schuppen. Oha, Ladescreen. Was wird da auf uns zukommen? Naja, irgendwie nichts. Gibt es irgendein ich bin Problem? Im Namen der Blackstone-Freischäler hier. Oder was auch immer. Oh, worum geht es? Oh, ich verstehe. Tauran muss euch geschickt haben. Ich werde mich nicht vor einem von Taurans Handlangern rechtfertigen. Männer, zu den Waffen! Na klar. Und jetzt Zacko. Ah, ich möchte der Typ nicht sein. Und noch einmal. Juhu. Ein schneller Tod, will ich behaupten. Was ist alles hier? Nee, die beschissene Dame kann das ja. Ich könnte das machen. Silberkelch. Können wir ja nicht schlafen? Komm, knillig hier, komm, du hast einen Reiher verdient. Denn komm jetzt hier rein. Komm! Oh. Der ist auch widerspenstiger Typ. Ein Blasebalg im Kopf, das geht selten gut aus. Ja, in Ordnung. Haben wir den einen Quest abgeschlossen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Denerim. Das Gesetz der Gassen. Erstatte Kanorin Rosamund Bericht. Du hast die organisierte Verbrechenballer in der Seitengasse Denerims ausgeschaltet. Nun solltest du die Katorin Rosamund im Marktviertel darüber informieren. Im Marktviertel. Da oben beim Schweinezüchter. Oh, die Frage ist, wo geht's hier raus? Das ist jedes Mal die Frage hier, wo geht's denn hier raus, 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 raus. Ins Marktviertel müssen wir latschen. Was ist das hier? Ist das ein Kompass-Symbol? Und jetzt gibt wir hier tralalalala, trollo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 l, trollololololol. Der Dame hier können wir Bericht erstatten. Wir haben die Sachen ausgepudert. Magie soll dem Menschen dienen und ihn so niemals beherrschen. Finster und gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Oh, Quest abgeschlossen.
für Mr. Krieger. Ich finde Rexel. An der Anschlagstafel der Kantorin hängt der Auftrag aus. Nach einem vermissten Veteran aus Ostergaard namens Rexel zu suchen. Die Umstände seines Verschwindens liefern zwar keine speziellen Hinweise auf seinen Aufenthaltsort, aber du solltest auf deinen Reisen durch Dalaran die Augen nach ihm offen halten. Okay. Finde Verzeihs sechs Tanten. Also wir müssen hier jener Scheiß einfach nur finden. Auf der Anschlagstafel, ja bla 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 bla. Das Meister Wetzel aus der Gilde der freien Seefahrer vom Fremden ausgeraubt wurde. Angesehen um seinem Geld haben ihm die Räuber auch seinen Sextant gestohlen, der für seine Gilde von besonderer Wert hat oder ist. Er hat eine Belohnung für die Schaffung seines Sextants ausgesetzt. Noch in der nächsten Welt Ruhe finden. Oder haben wir noch was anderes? Letzte Wunsch. Was Gesinde fehlt und lösche sie aus. Das können wir noch gar nicht. Okay. Heißt, wir werden hier durchreisen. Da müssen wir gar nicht irgendwie was machen. Wir können ja auch so reisen. Also jetzt auf die Map klicken. Ach, ist ja schön. Wir haben die. Ich habe mal in einem Bordell Tee serviert. Aus reiner Gefälligkeit. Hat Spaß gemacht. Wir haben hier das Bordell gefunden, wollte ich gerade sagen. Wir sind. Hört mit euren Spielchen auf, Isabella. Wir wollen unser Geld zurück. Ihr vergesst wohl, mit wem ihr sprecht. Aber ich gebe euch die Möglichkeit, friedlich zu verschwinden. Hallo? Ah, ein grauer Wächter. Ich dachte, sämtliche Wächter Fereldens seien getötet oder verbannt worden. Ach, seht nicht so überrascht rein. Auf meinen Reisen bin ich vielen von euch begegnet und es ist immer etwas Seltsames an euch. Aber ob nun grauer Wächter oder nicht, es ist erfrischend, einer anderen Frau zu begegnen, die niemandem gegenüber Rechenschaft hat. Ich muss mich trotzdem für mein Talent verantworten, also. Dennoch verraten das Feuer in euren Augen und euer sicheres Auftreten, dass ihr jeden, der euch in die Quere kommt, mit Leichtigkeit zum Schweigen bringen könntet. Eure Kampfkünste sind auch beeindruckend. Ich vermute, ihr habt das kleine Drama mit angesehen. Kein jämmerlicher Schläger war mir jemals gewachsen. Sie sind zu unbeholfen und berechenbar. Ich kämpfe mit Schnelligkeit und Raffinesse, statt mit roher Gewalt und Kraft. Ich nenne mich einen Duellanten, weil ich meine Fähigkeiten im Laufe der Jahre in Duellen gegen Krieger weiterentwickelt habe. Könnt ihr mich mit euch duellieren? Wie gesagt, ist es besser, sich nicht treffen zu lassen. Am besten ist es allerdings, überhaupt nicht in Könnt Kämpfe ihr mich zu geraten. Lernen? Eine ungewöhnliche Bitte von einer gefürchteten Streiterin gegen die dunkle Brut. Ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr von mir lernen wollt, Herzchen. Aber ich habe euch beobachtet und den Eindruck gewonnen, dass euch eine gewisse Anmut fehlt, die erforderlich ist. Ihr seid es bereits gewohnt, auf eine bestimmte Art zu kämpfen, richtig? Ich kann euch einige Grundlagen lehren. Vielleicht könnt ihr sie an jemanden weitergeben, der an dem interessiert ist, was ich anzubieten habe. Allerdings möchte ich meine potenzielle Schülerin besser kennenlernen. Also lasst uns etwas zu trinken bestellen und erweist in Ordnung, was spielen wir denn? Habt ihr jemals Sündenfall gespielt? Die Regeln sind einfach, aber es ist schwierig, darin wirklich gut zu werden. Ihr müsst das Spiel eures Gegners ebenso im Auge behalten wie euer eigenes. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen? Naja, das werden wir dann sehen. In der nächsten Episode, haut rein. Ja, wir sehen uns. Man hat schon sehr, sehr viel erlebt. Aber was altbekanntes, Dragon Age Origin, wieder neu aufzuleben. Das ist was Schönes. Wenn ihr rechts unten in den scharfen Bildschirm klickt, dann kommt ihr zu der Playlist der ganzen Abenteuergeschichte hier auf meinem Channel.
Falls ihr Anregungen oder andere Sachen mir sagen oder schreiben wollt, dann bitte einfach unten in die Kommentare oder als PN an mich. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.